Hi, mein Name ist Rebecca und mein Leben ist kinda crazy. Ihr wolltet einen Vlog und ihr bekommt einen Vlog, aber ihr bekommt nicht irgendeinen Vlog, ihr bekommt einen super realistischen Rebecca Blank Vlog. Ihr wisst, ich bin Content Creatorin, arbeite Vollzeit, gehe gerne zum Sport, bin in einer Beziehung, lege sehr viel Wert auf Selfcare und Me-Time und habe generell also immer super viel zu tun und zeige dir jetzt, wie ich alles unter einen Hut kriege. Good morning Sunshine, mein Wecker klingelt circa 2 Stunden, bevor ich anfange zu arbeiten und der erste Gang geht für mich immer, immer, immer und immer zur Zahnbürste. Und weil ich jetzt sowieso schon im Badezimmer bin, mache ich eine schnelle morgendliche Skincare-Routine. Wusstest du, dass du dein Gesicht morgens gar nicht zwangsläufig reinigen musst? Etwas Gesichtswasser und eine gute Pflege reichen morgens auf jeden Fall völlig aus. Gegen Unreinheiten trage ich das Repair Hero von Yepoda auf und wenn das eingezogen ist, kommt die, und jetzt Achtung, süßester Name überhaupt, Make My Day Cream. Huge Fan von K-Beauty, ihr wisst das, ja? Und damit ich das nicht irgendwo im Laufe des Tages dazwischen quetschen muss, checke ich jetzt schon mal morgens direkt meine Wäsche ab und schmeiße gegebenenfalls schon direkt die erste Maschine an, denn die läuft ja sowieso eine gewisse Zeit lang und ganz ehrlich, irgendwie mag ich das Waschmaschinengeräusch am Morgen total gerne. Get ready und ab zum Kleiderschrank, der zugegeben ganz, ganz dringend ein Makeover braucht und Real Talk, ich habe wirklich nichts mehr zum Anziehen, das ist nicht mal mehr witzig und deswegen kommt demnächst eine richtig große Bestellung an. Wenn du hierzu ein Haul sehen möchtest, dann zeig mir das doch jetzt gerne mit deinem Support für dieses Video, dann gibt es schon bald einen Glow-Up für meinen Kleiderschrank. Okay, aber jetzt brauche ich erstmal etwas gemütlich, was trotzdem nicht nach Schlafanzug aussieht. Ich arbeite ja im Homeoffice und das bedeutet, Hauptsache obenrum sieht es nicht nach Pyjama aus. Bevor der Tag jetzt so richtig startet, kommt dann noch ein bisschen Me-Time. Und ich muss sagen, früher habe ich Selfcare immer erst dann gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mal wieder Zeit für mich brauche. Also sozusagen als Wiedergutmachung für eine stressige Phase. Aber dreht man den Blickwinkel ein bisschen um, stellt man fest, dass es viel sinnvoller ist, die Me-Time an den Anfang zu setzen, um den Alltag einfach besser zu schaffen. Ich trinke also mein großes Glas lauwarmes Wasser, um Stoffwechsel und Verdauung anzuregen, höre meine Affirmation und schreibe wie jeden Tag in mein 6-Minuten-Tagebuch, was ich dir, Sis, wirklich sehr empfehle. Ich sag's wie es ist, morgens ist Selfcare besonders wichtig, weil hier die Stimmung für den ganzen Tag gesetzt wird und ich entscheide mich für einen guten Tag. Worktime, aber was arbeite ich überhaupt? Ich arbeite aktuell komplett im Homeoffice, was ich liebe, und bin Community Managerin bei der landesweit größten Tierschutzorganisation, die sich für Rechte der Tiere einsetzt. Oder kurz gesagt, ich gucke dahin, wo es leider besonders weh tut und nutze mein Verständnis für Social Media und Kommunikation, um Tieren eine Stimme zu geben. Das mache ich in Vollzeit und bin zusätzlich als Influencerin und Content Creatorin selbstständig und das ist eine Menge Arbeit, um ehrlich zu sein. Und deswegen ist ein gutes Zeitmanagement hier absolut key. Bevor ich dann mit meinem Vollzeitjob starte, erledige ich also ein paar Social Media Sachen für meine TikTok, Instagram und YouTube Accounts und das hat heute ehrlich gesagt ganz gut geklappt. Es ist also Zeit für eine kleine Belohnung and now it's Coffee Time. Direkt nach dem Aufstehen trinke ich schon lange keinen Kaffee mehr und der Grund dafür ist relativ simpel, denn direkt nach dem Aufstehen wird dein Körper sowieso schon von dem Stresshormon Cortisol durchströmt. Durch dieses Gefühl fühlt man sich sowieso so ein bisschen unruhig und wenn du jetzt deinem Körper noch Koffein hinzufügst, wird dieser Zustand verstärkt. Das bedeutet eine Menge Stress am Morgen. Ein paar kleine Snacks, die ich beim Arbeiten schnell griffbereit habe, dürfen natürlich auch nicht fehlen und mein erster Call beginnt dann so um 10 Uhr und ich kann frei entscheiden, wann ich zwischen 8 und 10 Uhr anfangen möchte zu arbeiten, das liebe ich. Aktuell feiere ich diesen rollbaren Schreibtisch von Amazon extrem. Der hat gerade mal, ich glaube, 30 € oder so gekostet. Ich verlinke dir den auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Absoluter Gamechanger. Und wenn ich dann zwischendurch doch mal sitzen möchte, dann schwöre ich auf das Sitzkissen, was mir meine Mama vor einem Jahr zu Weihnachten geschenkt hat. Ein orthopädisches Sitzkissen wird meistens eingesetzt, um Schmerzen zu lindern oder zu vermeiden. Es fördert das ergonomische Sitzen und hilft so bei zum Beispiel Bandscheibenbelastungen. Dauerhaft nimmt es dir auf jeden Fall den Druck von der Hüfte und deinen Kniegelenken und ich muss sagen, ich liebe es. And now have a break. Meine Pausen sehen so unterschiedlich aus. Mal erledige ich irgendwas Produktives, mache den Haushalt, koche etwas oder heute zum Beispiel esse ich mein Frühstück. Ich bin beim Frühstück ebenfalls sehr flexibel. Je nachdem, wie hungrig ich bin, frühstücke ich halt entweder morgens vor der Arbeit, während der Arbeit oder wie jetzt mittags. Damit ich dann gleich spazieren gehen kann, gibt es heute etwas richtig Schnelles und zwar eine High-Protein-Joghurt-Bowl. Besteht aus Sojajoghurt und Proteinpulver und jetzt ab nach draußen. Ich liebe bewegte Pausen, weil ich vor allem jetzt zu der kälteren Jahreszeit echt wenig Schritte mache. Außerdem können bewegte Pausen den Muskelabbau verhindern, da die Muskeln nochmal stimuliert werden. Und auch so der ein oder andere Rückenschmerz kann damit gelindert werden. Generell hängt zu wenig Bewegung mit Stress- und Angstzuständen zusammen, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und trotzdem es heute regnet und irgendwie ein bisschen ungemütlich ist, hat es richtig gut getan, ein paar Schritte an der frischen Luft zu machen. Und damit Happy Feierabend. Bevor ich mich in die nächste Arbeit stürze, gibt es jetzt erstmal einen Moment der Entspannung. Und da ich nach der Arbeit immer Hunger habe, wird jetzt erstmal gekocht.
beziehungsweise so ähnlich. Ihr wisst, Kochen ist ja alles andere als meine Stärke. Aber dennoch hat das Zubereiten von Essen für mich immer irgendwas Meditatives und hilft mir dabei, mich nochmal zu resetten. Manchmal mache ich nach der Arbeit auch eine Art Morgenroutine, richtig mit Skincare und so. Denn dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich den Tag nochmal neu starten kann und bin viel motivierter für alles, was noch so ansteht. Aber heute bin ich ja schon geschminkt und ready gemacht. Mein Energielevel ist auch völlig okay. Und deswegen freue ich mich jetzt auf eine unfassbar leckere Bowl. Pro-Tipp, Kartoffeln, Linsen und Reis kannst du immer schon ready-to-eat vorgekocht im Kühlschrank haben. Das spart dir dann beim Mittagessen eine Menge Zeit. And don't forget your vitamins. Meine Empfehlung findest du in der Infobox. Und seit einer Woche lerne ich über das Internet Spanisch. Richtig unerwartet, aber yes, ich habe mir das jedes Jahr aufs Neue an Silvester vorgenommen und nie durchgezogen. Bis jetzt. Und ich finde, dass diese Zeit des Tages perfekt ist, um entspannt 30 Minuten zu üben. Denn die nächsten 2 Stunden bestehen für mich aus Contentplanung, Contentproduktion, Content Post-Production, Trend Research und so weiter. Und ich weiß, das hört sich alles ziemlich stressig an, aber Real Talk, ich liebe das. Ich war schon immer und werde wahrscheinlich auch immer ein Social Media Girl sein. Ein Social Media Girl, was zugegeben aber auch einen Ausgleich braucht und endlich mal vor die Tür muss. Für mein Training später bereite ich dann noch ganz schnell meine Tasche und mein Pre- und Post-Workout-Shake vor und ziehe meine Sportsachen schon mal an. Ich sag's dir, zu Hause arbeiten ist zwar mega nice, aber es kann auch dazu führen, dass du irgendwie den ganzen Tag nur daheim bist. Und deswegen sage ich, gut, dass ich ebenso auch ein Shopping-Mall und Bummelgehen kind of girl bin. Durch die Gänge von TK Maxx schlendern, Menschen beim Shoppen beobachten, Food-Neuheiten entdecken und Eindrücke im Einkaufszentrum sammeln, ist für mich wie eine Therapie. Aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen geht's für mich jetzt ab zum Sport. Heute steht eine intensive Ausdauer-Class und ein kalorienverbrauchendes Krafttraining an. Und normalerweise dusche ich dann danach beim Sport. Und ich liebe das eigentlich auch, weil das so meine Abendroutine ist. Aber seit ein paar Wochen gibt es hier eine kleine Neuigkeit. Your girl went socializing. Ich bin jetzt nämlich Teil einer Mädelsgruppe, die nach dem Sport sich immer noch ein bisschen zum Quatschen versammelt und ich liebe das. Und danach gehe ich noch eine Kleinigkeit einkaufen, bevor es dann für mich nach Hause geht. It's nighttime, baby. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Zeit für eine wohlverdiente Dusche. Und es gibt wirklich nichts Niceres, als sich unter der Dusche abzuschminken, oder? Wie immer machen wir vor allem, wenn wir Make-up getragen haben, ein gutes Double Cleansing. Und dann, hallo, 365 Tage im Jahr nach Sommer riechen, lieben wir so, so sehr. Ich bekomme jedes Mal solche Flashbacks, wenn ich daran rieche und dieses Sand in der Dusche Gefühl. Ach, ich lieb's. Und heute muss ich dringend meine Haare waschen. Und ein bisschen Pflege für die Haut darf natürlich auch nicht fehlen. Kennst du das Gefühl, wenn du nach einem richtig anstrengenden Training duschen warst und dein Körper einfach nur so richtig Lust auf gesunde Lebensmittel hat? I don't know, ist das irgendwie weird oder haben wir dieses Gefühl alle? Ich mache mir jetzt auf jeden Fall eine richtig große Bowl mit allem, was das Herz begehrt und gönne mir ein bisschen Fernsehen. Aktuell gucken wir eine neue Netflix-Serie und zwar 100 Physicals und oh mein Gott, die Serie ist so, so gut. You have to watch it. Und bevor ich schlafen gehe, lese ich neuerdings noch etwas. Aber ich kann schon sagen, das ist safe nur temporär so, weil ich eigentlich gar nicht so gerne lese. Aber dieses Buch könnte mir eventuell helfen, ein paar Probleme zu lösen und deswegen probieren wir das einfach mal aus. Und speaking of Probleme, mein ultimativer Abendtipp, um Stress abzubauen und als Hilfe gegen Einschlafprobleme ist Melatonin. Das Hormon Melatonin ist maßgeblich an der Regulation des menschlichen Schlaf-Wachrhythmus beteiligt, erfüllt aber noch weitere wichtige Funktionen im Körper und bewirkt eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, wie zum Beispiel für unser Immunsystem. Tipp Nummer 2 ist Ashwagandha. Ashwagandha unterstützt die Balance im Nervensystem und sorgt zum Beispiel im indischen Ayurveda für Ruhe und Klarheit des Geistes. Und gerade bei Überanstrengung und chronischer Erschöpfung kann es besonders hilfreich sein, da die beruhigende Wirkung von Ashwagandha dir hilft, Angstzustände zu vermindern und Stress abzubauen. Okay, das war ein wirklich langer Tag. Ich lasse ihn jetzt zusammen mit Aldin ausklingen und freue mich dann schon auf den morgigen. Und das war er also, ein typischer Rebecca Blank. Tag. So sieht ungefähr mein Alltag unter der Woche aus am Wochenende. Es ist nochmal ein bisschen anders, wenn du eine Wochenendroutine sehen möchtest. Lass mich das unbedingt mit deinem Support für dieses Video wissen. Ansonsten ist mir noch wichtig zu sagen, dass das nicht das Ideal sein muss. Also dein Tag sollte so aussehen, dass er dir gut tut und dir Freude macht. Wenn ich dir damit ein bisschen Inspiration geben konnte, freue ich mich natürlich sehr. Lass mich in den Kommentaren gerne wissen, wie dein Abend so aussieht. Vor allem die Feierabendroutine interessiert mich sehr. Ich freue mich, dass die letzten Videos bei euch so gut ankamen. Bedanke mich für den ganzen Support. Das ist nicht selbstverständlich und sage, macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.